So, jetzt aber. Was ist jetzt passiert? Hallo? Ach, weil er im Weg war. Ja, das ist ein verdammtes Problem. Meine Güte. So eine Bananenstauden. Wir sollten den auf jeden Fall in den Blick versperren. Weizendornstrauch. Aber wir sind jetzt eigentlich schon begeistert? Oh, 31. Habe ich schon mal gesagt, dass die wählerisch sind? Warte mal, das könnte ich auch in die Mitte setzen, oder? 40%, was haben wir noch? Kokospalme. Alter, die ist verdammt hoch. Machen wir Epsilon. So. 85. Adlerfahren. Ulme. Oh, shit. Wie groß ist denn das Ding? Jetzt aber. Badaboom. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Ich wollte es gerade sagen. Bisschen viel Zeug, Alter. Wollen wir weg damit? Gut, statten wir den blauen Faun einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Was also zur dann Hölle? Wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Was zur Hölle ist das für ein Pfauengehege, öffne Alter? Öffne den Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Verwöhnt sie halt noch mehr. Wie wär's mit noch einer goldenen Badewanne und so? Jetzt ziehe ein Blei Feuer auf und platziere es. Neue Exemplar. Ja, wie neue Exemplar? Wohlbefinden? Ah, nun, die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Hab ich. Oh, da oben. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Na los, du weißt ja, wie das geht. Sie drängt mich zu sehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich komme mir so geführt vor in diesem Tutorial. Gut gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Verdammt, was ist mit den Viechern los hier? Ich dachte, das ist gut laufen dazu. Ja, wo ist die eigentlich? Hä? Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Barriere? Einwegspiegel? Mach mal, ich muss erstmal markieren. So. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Achso, da oben.
Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Hallo, Heatmap weg. Psch. Nein, jetzt. Ah. Warte mal, was? Gelände? Schnee. Stärke, Größe. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Beschäftigung durch Spielzeug. Gehege. Spielzeug. Was mag ein Schneeleopard? Alter, die schauen so geil aus, die Viecher. Hammer. Was zur Hölle werden denn den Namen gegeben? Ulinjagansetze. Was zur Hölle ist der? Der ist auf einem verdammten Baum. Stark. So? Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Zebras am Kampf. Ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Okay. Aber was mit dem Schneeleopard? Der will was zum Spielen. Ich mach jetzt erst den verdammten Leoparden, Mann. Ah, hä? Wo ist jetzt der blöde Leopard hin? Ist doch nicht mal ein Baum, oder? Doch, da ist er. Du weißt, dass du deinen Kopf in dem Baum hast, ne? Wollte ich nochmal erwähnen. Gelände, Umgebung, Lebensqualität, Zuchtbuch, Sozialverhalten, Genetik. Das ist bloß die Frage, was mag der? Nein, ein Gehege, Spielzeug. Vielleicht mag er auch so eine Reibetafel. Und was ist denn das? Blutwitterungsmarkierung, Beschäftigung. Text, da unten. Schneeleopard, sehr gut. Schneeleopard, Feuerwehrschlauchball. Da ist er nicht dabei. Großer Ball. Nope. Steppenzebra. Nein. Pappkarton. Alter, komm, Pappkarton. Das ist eine verdammte Katze. Schneeleopard. Wo ist denn der Penner jetzt schon wieder? Immer noch auf dem verdammten Baum. Hey, du Typ mit dem komischen Namen. Schneeleopard. Wo ist er denn? Tiere 1, da. Hä, da ist er. Wir hatten ihn eingepackt.
So, wie schaut's jetzt aus? Spielzeug 100%, yes. Okay. Dann schauen wir doch mal. Zoo, Viecher, Wohlbefinden. Wo seid ihr? Da. Lebensqualität. Hey, das sind auch die anderen Viecher drin. Wohlbefinden. Gehege. Gelände. Das Gelände ist für die Tiere wenig geeignet. Gelände. Okay, zu viel kurzes Gras. Zu viel Erde. Nein, zu wenig kurzes Gras. So, Gras lang passt. Gras kurz müssen wir noch machen. So, schaut gut aus. Wohlbefinden. Pflanzen. Was mag das Ding für Pflanzen? Biome, Graslandschaft. So. Machen wir doch mal. Alle Filter weg, Filter zurücksetzen, Biome. Nein, Graslandschaft. Afrika. Afrikanisch. Formschnitt. Ein bisschen Schilf hier rein. Hä? Ach, der mag die Kiefern auch nicht, ne? Den da. Entfernen. Ups. Und das nächste? Die Buchen. Kann ich hier zusammen entfernen? Nein, kann ich nicht. Das kann weg. Das kann weg. Es sind noch viel mehr Buchen. Wo ist ein Zebra? Da ist ein Zebra. Alter, werden die ganzen Buchen hier reingesetzt. Oh. Rückgängig. Oh, okay. Ist das auch eine Buche? Verdammt, wer hat denn... Wen haben die denn da reingelassen? Dann bist Pack. Es gibt noch mehr Buchen. Dann gibt's noch zwei. Bergauern. Das ist eine Buche. Nein. Irgendwo versteckt sich noch eine. Zeig mir, wo die Buche ist. Da hinten. So, was haben wir denn noch? Sudanischer Weihrauchbaum? Ist das dann, der will mehr davon haben, oder? Ah, nicht aus derselben Umgebung wie das Tier. Soll ich gleich anfangen, eigentlich alles abzureißen? Alter, ich hau hier gleich mal alles weg, weil... Tropen. So. Wir fangen da von Grund auf nochmal an. Oder warte, ich muss wahrscheinlich aufs Ding auch schauen, ne? Uff.
Kann ich das alles weghauen? Gehege auswählen. Hallo? Die mögen den verdammten Adler fahren nicht. Und eine Waldkiefer. Ja, aber verdammt, wie wähle ich denn jetzt das alles aus? Ich will doch die nicht einzeln entfernen. Warte mal. Hilfe. Pflanzen. Das Tier ist durstig. Ja, das sollst du was trinken, oder? Wasserleitung. Gehege? Warte mal, wenn ich jetzt das auswähle. Unbegrenzt. Ja, das passt doch. Eieieiei. Shit. Wo war ich jetzt? Da war ich. Wie wähle ich jetzt die aus? Warte mal, Pause. Nochmal. Pflanzen. Tierpflege, Werkstatt, Spendendinger, Bildungs... Gehege. Okay, das weiß ich. Gehege-Checkliste. Es muss doch einen Weg geben, wie ich diese ganzen Fahne auf einmal nehmen kann. Das würde mir alles zu lang dauern. Ich meine, das sind 93 von den verdammten Dingern drin. Hallo? Oh. Aber jetzt mal schauen. Die mögen halt Adlerfahne überhaupt nicht. Zoopedia Kamera. Hä? Ach, die kommen aus dem Bereich wahrscheinlich einfach. Ich kann die aber auch so nicht auswählen. Mit Alt? Mehrfachauswahl. Am Objekte.
Okay, warte mal. Markierung. Unten rechts ist das Ding. Okay, so nochmal. So. So. Wow, Alter, das ist halt... Was für eine Arschnummer. Es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, die alle zu markieren. So, so, so. Müssen dann alle, die wo mit in den Bereich gehen vom Tier, auch entfernen. Nein, nicht die Behausung. Alter, da drin sind ja auch massig. Da ist noch einer. Okay. Sind noch genau drei, das heißt, du kommst weg, du kommst weg. Und was haben wir noch? Ich weiß es gerade, oberst geil spannend und so. Da ist noch einer, der wo ein bisschen drüber schaut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Pflanzen weg, die Tropen können müssen wir weglassen, Graslandschaften, damit es für beide taugt. Natur. Afrikanisch und Graslandschaft. Brennnesseln. So, haben wir hier solche. Warte mal, wollen wir kurz nochmal schauen. Afrika, Graslandschaft. Schaut's bei dir aus? Afrika, Graslandschaft. Gut, passt. Können wir jetzt alles, was wir hier haben, können wir jetzt da reinpflanzen? Affenbrotbaum. Oh, der schaut ja geil aus. Den platzieren wir da. Fettes Teil, ey. Elefantenbaum. Kaktuswollmilch. So. Schirmkarzie. Rohrschilf. Na, dann habe ich was drunter. Schaut's bei Wohlbefinden aus. Pflanzen 100%. Bei denen.
100%. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir Gehege, Spielzeug, normal. Was haben wir noch? Spiegelmobile. Sprinkler. So, ja, da können wir auch Filter nehmen. Art. Scheiße, wie heißt das Vieh? Netzgiraffe. Unter N. Netzgiraffe. Ach shit, das hat keinen Strom, oder? Ne, das ist nur die Temperatur. So. Wie schaut's jetzt aus? Bonus mit anderen Tieren befindet zum Zusammenleben. Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Lebensqualität durch Futter. Mal drehen. Das ist bloß die Frage, was für Viecher. Netzgiraffe. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Ja, das hätte ich gesagt, da machen wir noch ein 4 draus. Das kann nicht freigelassen werden. Okay, was hast du für blödes Problem? Fütterbeschäftigung für Spezies, Gehege. Netzgiraffe weg, Art. Warte mal, was bist du? Steppenzebra. Nicht übel, gar nicht übel. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Okay. Aber ich hab doch noch gar nicht alle... Da schau. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Noch gar nicht. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen, verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles, aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. wie kann ich das versetzen? Oh, so kann ich das so drehen, wenn ich einmal auf Y drücke. Höhe, 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 Höhe. Ne, das ist bloß, wenn es ich höher machen will. Oder machen wir eher sowas? Keine Ahnung, machen wir so ein Metallhäuschen. Oh.
rückgängig. So. Hey, wo ist das Viech denn da? Stabiler Rückzugort, sehr schön. Passt. Haben wir das erste gemacht? Nein, so hier. Wohlbefinden. Was bist denn du? Das ist der Frosch. Ernährungszustand Wasser. Was mache ich mit denen jetzt? Shit. Achso, den hat nur Wasser gefehlt. Yes, Mann. Jetzt bin ich fertig. Und jetzt bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich werde es im Stream weiterspielen. Was ist jetzt los? Hungrig. Irgendwie sind die immer irgendwas, oder? Oh, bei denen muss man aufpassen. Ah, okay, da braucht man ein hohes Gehege. Aber sonst hauen die einem ab. Oh nee, das sind die dämlichen Viecher aus... wie hat das geheißen? Shit. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Ist ja egal. Also, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das waren die ersten zwei Folgen. Im Stream wird's weitergehen. Und dann kann ich dann auch einfach starten, wann ich Bock habe, weil ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit, wann mache ich, wann kündige ich dann an? Habe ich da doch keinen Bock oder bin ich da doch so müde nach der Arbeit oder sonst irgendwas? Aber ist auf jeden Fall gut, um einfach mal loszulegen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.